Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Heinz mit einer neuen Runde, The Nightfall. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Spielzeug. Klappern wir schon wieder das Haus ab, klapperweise, klapperdibab. Ruhe, wer hat dich geborgt da hinten? Wir suchen hier was und finden nicht. Ah, oh, es wird schwierig. Wo könnte es denn sein, du? Wo könnte es sein? Ne, da kommen wir hier nicht hin. Erster Schrank dir wieder zu, sitzt bestimmt der Hase drin. Nee, der ist weg. Der Hase ist weg. Der alte Schrank dir wieder zu. Ist immer verdächtig, sowas. Aber nichts drin, du. Da waren wir nur froher Hoffnung, vielleicht das zu finden, endlich. Damit wir das Spiel hier mal beenden können, du. Aber nee, wir irren weiter hier durch diese Räume. Staubsauger haben wir gar nicht geguckt, du. Ah, was ist der Staubsauger? Ach, in die Schränke sowieso nicht, das würde man ja jetzt sehen. Würde. Wenn man weiß es nicht. Ist nicht. Tja. Das ist alles ein bisschen rätselhaft, ist das. Ich würde das Spielzeug eher in der Garage vermuten, aber das haben wir ja dann auch noch nie. Oder Mülleimer? Ne, Mülleimer nicht. Muss da noch irgendwo eine Zettelage, Mensch, mal zu finden sein, wieder. Schulz haben wir genug. Oh, guck mal hier! Ein Kreisel haben wir gefunden. Den müssen wir jetzt bestimmt zum Kamin schaffen, oder? Wollen wir das mal machen? Wir gehen jetzt mal. Vorbei. Aha. Das andere. Was ist aber das andere? Oh, Spielstand wurde gespeichert. Du, Spielstand wurde gespeichert. Jetzt müssen wir noch ein Spielzeug finden. Na, da bin ich mal gespannt. Wir machen mal kurz wieder Pause. Bis gleich. So, meine Lieben, sind wir wieder. Es ist 5.30 Uhr, noch eine halbe Stunde bis Tagesanbruch und wir müssen noch ein Spielzeug finden. Eins brauchen wir noch. Wir fangen wieder an, trotzdem Schränke durchsuchen, welche Uni.
Noch ein Spielzeug. Und welches? Wir machen Schränke auf. Vielleicht ist es eine Schränke. Vielleicht kriegt man wieder einen Hinweis. Vielleicht, ne? Vielleicht auch nie. Ich weiß es auch nicht. Schaffen wir es in der Folge noch alles zu finden? Hat das in Streicher noch schon gesehen? Wir müssen bestimmt erstmal wieder durch ein paar Spuk-Elemente müssen wir bestimmt wieder durch. Das hilft alles nichts wahrscheinlich. Jetzt haben wir keine Zettel, jetzt müssen wir Spielzeug finden. Nee, erst bitte dir. Geht nicht auf. Ja. Ah. Ja, mal sehr leicht. Sehr leicht. Also, das hat man auch noch nie. Muss ich mit dann hinterher raussuchen. Tja, sind die Frage, müssen wir jetzt überall die Schränke wieder öffnen? Ich habe keine Lust mehr zum Schränke öffnen. Aber wie das immer so ist, lässt du irgendeinen zu, dann hast du wieder was übersehen, dann spukt es wieder nie, dann lässt es wieder nie das nächste aus hier. Oh, noch eine Kerze, du. Hat wer dann wie immerhin Kerzen reingelegt? Ah, die Batterien sind schon wieder alle. Hier liegen Streichhölzer. Da hinten, ach so, nur Nudeln oder was das sein soll. Nur Nudeln oder was das sein soll. Ich mag kein Bier. Ja, ich wollte es nur noch mal hören. Vielleicht hat sich ja die Meinung geändert, jetzt wenn man hier in dem Gruselhaus so ist. Ne? Hab wieder was gehört. Links hab ich schon was gehört. Ah, vielleicht hab ich es auch schon mit dem Kopf jetzt hier, nach dem langen Spiel. Ja, ich dachte, es klappt gleich beim ersten Mal. Jetzt, oh, Mensch. Oh, jetzt haben wir einen Schritt vorlaufen, noch einen Schritt vorlaufen. Noch einen Schritt. Jetzt klappt es nicht mit dem Schritt. Oh ja, jetzt klappt's. Weil nochmal wird es jetzt in der Garage liegen, nehme ich mal an. So. Also mit nicht so Spielmann, dann würde ich ja nie an zwei Stellen. Würde ich ja nie. Aber wie gesagt, was ich, das ist ja immer. Würdest du eher jetzt in den Kühlschrank legen oder so, würde ich ja dann. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwo einen Hinweis, nicht? Nach was wir eigentlich suchen müssen für ein Spielzeug.
Und jetzt liegt das Teil hier herum. Und machen können wir nichts mit dem Teil. Das ist nicht gut. Oder so ähnlich. Nein, das ist nicht gut. Reichhölzer. Okay, Kasper Kopfhörer ist, ja. Der Knölle. Das ist schon wieder unheimlich hier. Ja, da bist du mal in die Wanne geguckt, Mensch. Wird er nochmal in die Wanne gucken dürfen, ohne dass man gleich immer hier erschrickt wird hier. No, das ist ja erschrecklich, ist das ja. Völlig erschrecklich. Kein Hinweis, du Mensch. Wir gucken trotzdem in die Garage, müssen alles durchgucken. Zu. Hilft ja nichts. Vielleicht finden wir ja irgendwo eine Gehilfe hier, nicht? Eine Gehilfe. Etwas, was uns gehilft. Warum sind die Batterien schon wieder? Schon wieder alle Menschenskinder. So viel kann man da gar nicht verbraten hier. Schneiderpuppe. Die verfolgt uns wieder hier. So, im Karton war ja nur der Brummkreisel. Ja, in dem Karton liegen Streichhölzer, ne? Tja, meine Lieben, was soll's nun sein? Was darf's denn noch für ein Spielzeug sein? Liebims, die Wims, Schlimms, Kradims, ja. Wir müssen nochmal ins Arbeitszimmer mal nochmal gucken gehen. Arbeitszimmer. Gucken wir mal ein bisschen rein, ja. Zack. Obwohl, da sehen wir vielleicht was. Da rennen wir vielleicht an was vorbei, wieder an dem Hinweis. Rennen können wir ohne. Ach, alles geht immer nicht hier. Lass uns raus hier. Lass uns raus, endlich aus diesem verfluchten Haus hier. Nicht zu finden. Also unten hat man nicht zu finden. Dann gehen wir mal wieder hoch. Oder oh ja, hier liegt noch. Guck mal, ein verbrannter Zettel. Schulungsurkunde. Vincent Hersen. August 1968. Geboren am 25.03.1961. Redwich Elementary School. Mhm. Wir gratulieren herzlich zur Einschulung von Vincent Hersen. Er wird sich sicher mit seinen beiden Geschwistern, Valerie und Mike, sehr wohl bei uns fühlen. Besonders von unserem Spielraum mit den vielen Puppen war Vincent Puppen fasziniert. Aha, Puppen. Puppen! Jetzt müssen wir eine Puppe suchen, denke ich mir mal. Die sitzen da hier überall herum, die Püppchen. Da gehen wir nochmal, da fangen wir nochmal im Wohnzimmer so eine Pippi auf dem Sofa. Wäre zwar ein bisschen einfach jetzt, aber wäre mir ganz sympathisch. Weil noch eine Folge will ich nicht unbedingt machen. Nimm mal eine Puppe. Können wir die jetzt nehmen? Nee. Darum sage ich ja, das wäre zu einfach. Aber man kann es ja mal versuchen. Bevor wir ja wieder hier das komische Ding. Nee, das können wir nicht. Ne, wir waren ja oben noch nicht. Wir gehen jetzt nochmal oben gucken. Gehen wir jetzt nochmal. Ja, wir können ja nochmal Kerzen nehmen. Ja. So. Ich hoffe ja, dass wir da nicht. Weil hier liegt ja noch eine. Hier lag ja noch eine in der Garage, glaube ich. Ja, oder so. So, wir gehen mal hoch. Wir gehen mal hoch. Eine Puppe vielleicht.
Und nur vielleicht. Ja, ich gucke jetzt nicht auf die Zeit. Wir gucken mal, da wird die Folge ein bisschen länger hier. Ich hoffe, dass wir es finden. Renne! Oh, sollen wir noch rennen? Wenn ich das richtig übersetzt habe, mein Ausländisch. Der Hase wieder. Keine Puppe. Oh, der Hase. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Na komm. Bim. Bim. Mit der Vorgehmethode. Klappt das? Bim. Der auch wieder. Wir sollen ja rennen, sollen wir hier. Wohin soll ich denn rennen, mein Gott? Wohin denn nur? Und die Batterien schon wieder alle, du. Morgen hier nicht. Ach, die haben wir schon eingesammelt. Mensch, jetzt wird's enge mit dem Licht. Jetzt wird's eng. Oh! Er hält uns noch immer fest. Alles ist verkehrt herum. Alles ist verkehrt herum. Er hält uns immer noch fest. Da sitzt so eine Puppe. Die saß vor uns noch nicht hier. Aber das ist er immer noch nicht. Hier, was ist denn mit dir? Jetzt sitzt der hier ohne Puppe. Auf dem Hamsterkäfig, Meerschweinchen. Oh, was sind jetzt. Alles ist verkehrt herum. Was ist denn verkehrt herum? Was müssen wir nur wieder machen? Hä? Oder bestimmte Hinweise, oder? Er hält uns noch immer fest. Alles ist verkehrt herum. Jetzt sind wir wieder in dem Zimmer, wo es nie weitergeht. Ja, können wir jetzt wieder raus? Oh, schnell raus hier, bloß raus hier, das ist ja... Mensch. Du schon wieder. Haben wir ihn jetzt noch? Das ist schön. Ich mag es, wenn Mama singt. Aber wenn sie nicht zu Hause ist, dann mache ich Musik mit meiner Spieluhr. Mit meiner Spieluhr? Manchmal drehe ich auch an der Uhr, wenn Mama da ist. Aha. Dann singen beide zusammen. Das ist am schönsten. Mm. Manchmal macht sogar Vincent mit. Mhm. Spieluhr. Wo war denn die Spieluhr? War doch. War doch. Ach, das war die Bibi von hier. Sie ist ja meine Batterie. Nee, so mal nehmen. Nehmen! Hier war noch eine Kerze, wir haben ja schon 5 Kerzen. Tja, immer noch keine Pipi gefunden. Wir gehen jetzt mal Spieluhr, mal gucken, was mit der Spieluhr. Und am Klavier.
Aber so richtig springen ist das jetzt irgendwie meiner. Wir haben jetzt an der Spieluhr gedreht, am Klavier geklimpert. An der Gitarre gezupft. Haben wir eigentlich schon in den Zimmern noch? Haben wir gleich sehen, hier sind die Schränke noch zu. Ja, bei Safe kommt gleich wieder so ein Heini hier raus. Da ist er. Ja. Noch ein Spielzeug müssen wir finden, die noch ein Spielzeug. Keine Ahnung, ob es nur eine Puppe sein soll oder... Oh. Muss man ja mal finden jetzt hier. Wir durchwühlen wie immer alle Schränke. Wir haben den Hinweis, wir waren an der Spieluhr. Waren wir. Unsere Batterien gehen langsam, sammeln wir sie überall ein hier. Das Licht geht zur Neige. Nein, danke. Meine Beine zittern auch so schon genug. Aha. Hier ist die Spieluhr. Na sowas. Ja. Schneide ich doch die Folge zusammen, wenn es jetzt zu Ende ist. Ja, dann für den Schnitt und so nicht. Hier ist die Schneiderpuppe, dann werde ich das machen, weil das lohnt sich ja jetzt, weiß Gott. Wahrscheinlich nie mehr. Wollen wir sehen, vielleicht müssen wir noch was machen, keine Ahnung. Wir lassen uns jetzt mal überraschen. Ich habe es geschafft. Damit sollten die Seelen der Kinder wieder frei sein. Und der Albtraum ist vorbei. Na, sicher? Der Spielstand wurde gespeichert. Trophäe erhalten, du vertraue keiner Puppe. Na sowas. So, das scheinen wir es ja geschafft zu haben, meine Lieben. Das scheinen wir es ja geschafft zu haben. Wir warten noch ein bisschen Leute-Bildschirm. Ja, also für den Schnitt nicht die andere Folge schneiden wir dann mit der zusammen hier und da. Weil die paar Minütchen jetzt in der extra machen. Nicht, also falls euch dann wundert und die Ansage kommt. Na, ja, wir gucken nochmal, ob hier irgendwas, ob wir bloß zum Startmenü kommen. Ja, da kommt ja dann die Musik. Ja. Wir gucken gleich mal The Nightfall. Da kommt vielleicht noch der Abspann hier. Der Abspann, du. Ja. Aber mit der Musik weiß ich nie, ob man die hier machen kann. Ich mache hier mal das Ton aus. So, da kann ich noch ein bisschen quatschen. Weil ich weiß nie, ob es da wieder Urheberrecht gibt oder nicht, meine Lieben. Also mir hat es Spaß gemacht. War mal wieder was anderes, nicht? Wie gesagt, habe ich ja auch schon mit Pine New Drive, das war ja auch nie ganz schlecht. Ja, meine Lieben. Ja, ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Da müssen wir mal gucken, ob wir wieder sowas in der Art, ob ich das nochmal finde oder so. Aber wie gesagt, zum Schade, dass die anderen Teile von Pine New Drive eben nie für Linux oder die PS4 gibt. Ja, naja. Das schauen wir mal. Ja.
Tja, hier sehen wir dann Polizeiaufgebot, du. Ob die den Spuk herausfinden, aber das haben wir ja jetzt beendet, du. Da gucken wir jetzt mal, du. Aber wir haben ja den Spuk schon aufgeklärt. Da müsste ja jetzt Ruhe sein, nicht in dem Gebäude. Müsste eigentlich. Aber wie das immer so ist mit dem eigentlich. Ne? Ja, meine Lieben, da blende ich mich hier mal aus. Oder es ist gleich zu Ende, oder? Lass mal den Abspann noch laufen hier. Mal gucken. Ja, ich würde sagen, ich blende mich ja schon mal aus, meine Lieben, und dann lassen wir den Abspann noch laufen und ja, ich danke euch, wie gesagt, nochmal ganz herzlich fürs Zusehen. Ich freue mich, auch hier wird nette, konstruktive Kommentare, Däumchen nach oben, vielleicht den ein oder anderen Abonnenten, und wenn ihr wissen wollt, was wir noch so für Projekte machen, dann macht die Glocke an. Danke ich euch wieder fürs Zuschauen schon mal und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.